Ja, Leute, ich bin's hier kurz beim Schneiden und mit dabei ist liebe Christian. Und ja, ich wollte nur ganz kurz anmerken, wegen Christian und ich halt gerade spielen, damit es euch halt jetzt nicht verwirrt. Auf jeden Fall, ich bin der mit den Eulenhut, den Boxhandschuhen und den Taucherbrille. Und Christian ist der da neben mir, der wird aber auch Charaktere immer wechseln. Auf jeden Fall, Christian spielt hier in der ersten Runde den Zahnarzt. Und ja, auf jeden Fall zum Beispiel jetzt in der nächsten Runde, glaube ich, war irgendwie, das kann ich euch mal kurz jetzt zeigen, zum Beispiel so ein Seekapitän oder so. Und dann in der dritten Runde, glaube ich, Polizistin oder so. Auf jeden Fall, das wollte ich nur kurz anmerken, damit es euch nicht irritiert. Und ich wechsle jetzt nicht, ich bleibe die ganze Runde immer den gleichen. Und Christian wechselt den nur. Gut, das wollte ich euch einfach nur kurz erzählen, damit es euch nicht irritiert. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Ciao, Leute. Moin, Leute. Heute ist mein kleines Bangbis-Video auf meinem Kanal. Und mit dabei ist der liebe Christian. Jo, Leute, was geht? Und ja, heute, Leute, Leipzig. Auf jeden Fall, wie ihr seht, und wie ich schon gesagt habe, spielen wir heute auch Gangbeast. Und ja, Chris und ich haben uns einfach nur spontan überlegt, so 4 Runden Wellen in 4 verschiedenen Maps. Ja. Und ja, auf jeden Fall spontan das Video, weil ich habe vor 3 Wochen kein richtiges und längeres Gameplay-Video hochgeladen. Das letzte richtige Video war mit Timo. Und das letzte Video war jetzt kein Gameplay, also war schon ein kleines Gameplay-Video, aber auch eher gesagt, eher zu Info-Video. Also es war eher ein Info-Video, Leute. Und ja, deswegen machen Christian und ich jetzt so 4 Runden Wellen. Ich sag mal so, es wird vielleicht nicht so lange dauern, wie wir es schon mal gemacht haben. Weil ich habe hier gerade so einen neuen Skin, also einen Charakter schon etwas länger erstellt letzte Woche. Und der Grund ist, warum das so ausschaut, ist so, ich habe mal auf YouTube nachgesehen, dass es halt dieser Hut sehr stark sein soll und dass diese Gläser, die ich habe, also die mein Charakter hat, angeblich hindern sollten, also den Schaden von Kopfnuss. Zum Beispiel, wenn mir Chris jetzt eine Kopfnuss drückt, dass ich nicht direkt K.O. umfalle. Und ja, da habe ich noch gesehen, man kann es auch mit so einem Cape und oder so einem Taucher Rucksack machen, ich weiß nicht, wie man es gerade nennt, aber auf jeden Fall mit beiden davon sollten dann, gebe ich, auch was haben, und zwar irgendwie der Taucher, also das Dings, ich weiß gerade, wie man es nennt, aber auf jeden Fall das, was halt die Taucher immer haben, wenn die unter Wasser gehen, dass man, wenn man einen Dropkick macht, ein Gang, bis nicht stirbt, also nicht direkt genockt wird. Und das Cape hindert dafür, dass man, also es hindert eigentlich für Gegner, für echte Spieler schwerer, den halt euch schwerer zu grabben, Leute, und nicht wegzuschmeißen. Auf jeden Fall, ja. Und ich noch diese Handschuhe, die sollten meinen Schaden erhöhen, wenn ich punche. Und ja. Aber ja, gut, da habe ich schon mal genug geredet. Möchtest du noch was sagen, Christian? Nö, eigentlich nicht. Also wir können von mir starten, wenn du Okay, willst. Leute, dann sag ich mal, wir sehen uns dann in der ersten Runde. Also bis gleich. Bis gleich. So, Leute, wir sind hier schon in der ersten Runde, und zwar in Fleischwolf drin, ne? Und ouch. Und ja. Was ist denn mit denen? Ja, der hat so komisch gewählt. Okay, komisch. Hier sind schon die ersten 2 Gegner, aber die haben wir schon easy geklappt. Okay, der nicht. Aber okay. Habt ihr gesehen, Leute? Eine Kopf muss direkt K.O. Der Leute, wie auch immer, wie ich auch schon öfter gesagt habe, nicht wundern, wenn der Christian jetzt ein bisschen schlechter spielt. Ja, er ist nicht so der Beste in Gangbies, also ja, auf jeden Fall dann nicht wundern. Bei Christian gibt es sein Bestes. Und ja, wir spielen das Spiel eigentlich schon öfter und muss sagen, Christian wird immer besser. Alter! Was ist denn? Der, wie du den geworfen hast, na okay, jetzt kann ich das wieder nicht anpacken. Auf Ja, jeden guck mal, Fall. seht ihr, aber der liegt auch gar nicht an mir, der nimmt den irgendwie gar Ja, nicht. auf jeden Fall, Leute, dann nicht Ja. wundern. So. Ja, manchmal Ja. kann man den gar nicht nehmen. Ja, stimmt, das Single bleibt immer das Ärgerlichste. Verstehe nicht warum. Ja. Aber Ja, schon der Welle sieht den immer 2. aus. Jetzt stelle ich mich ja vor den 43 Spieler. Sekunden. Okay. Ja, das würde ich dann nicht so empfehlen. Ah, den einen habe ich ja weggezahlt. Ja, das stimmt. Also. Na, pass auf! Ich weiß. Also, danke. Was denn? Ja, sorry für das Wort. Ein paar schon.
Das war genau. So. Nein! Alter, meine hält die Wand fest, warum? Lol. Jo. Okay, Leute, Was ist nochmal? Ja, also irgendwie ein bisschen. Sag mal, da die Leute nicht nehmen können. Finde ich auch. Und wahrscheinlich liegt es daran, weil die Map halt so klein ist und halt. Nein! Und der Charakter halt denkt immer halt, steuert irgendwie, das war jetzt irgendwie der Charakter oder so. Also ich glaube, der Charakter wird hier ein bisschen irritiert mit dem Greifen. Ich weiß es aber nicht. Und das ist halt das Problem. Aber wie es ausschaut, auch beim ersten, das ist heftig. Na komm. Vielleicht habe ich mich noch zu früh gefreut. Ja, okay, ich habe mich doch nicht zu früh gefreut. Easy. Nice. Okay, Leute, ja, dann sage ich mal, wir sehen uns schon in der nächsten Runde wieder. Also, bis gleich. Bis gleich. So, Leute, da sind wir jetzt wieder. Und ja, und zwar haben wir jetzt die Map Verbrennungsofen und ich werde erstmal direkt genockt. Nice. Und ja, Verbrennungsofen. Naja, ist eigentlich ganz einfach. Okay, macht es. Sauber. Wird wohl unten bleiben. Hey, warte. Der kann sich nicht festhalten. Ups. Hey, sorry. Ich wollte nicht die Stange nehmen. Ich wollte das Kind nehmen. Bam. Okay, das war jetzt ein kleiner Spaß. Der soll jetzt mal runter. Hey, dann warten wir mal, Leute, bis es sich mal festhält. loslässt. Digga, was macht der Typ da? Und wenn wir jetzt unnötig runtergehen, dann sterben einer von uns wahrscheinlich auch. Ja. Und das will ich jetzt nicht riskieren, deswegen bleiben wir am besten Chris und ich beide oben. Warten, bis es von selber loslässt. Warum klettert meiner nicht? Jetzt. Hab ich nicht, Alter. Okay. Bam! Bam, Alter. Noch was, Leute, ich habe was Neues gelernt. Und zwar kann man hier auch so ein also mit seinem Kopf dann nach vorne diven. Und den Gegner auch so noch, also genauso wie ein Ding. Alter, das Kind! Ich bin geflogen. Aber der eine ist auch weg. Nice. Das ist auch so, also so ähnlich wie ein Dropkick, nur mit dem Kopf, Leute, und das ist auch gut. Nein! Oh mein Gott. Auf jeden Fall, Leute, ich werde auf jeden Fall so das eine Video verlinken. So mit dem, wie man so mit Wellen besser wird. Und dann noch das eine mit dem Kostüm, wie ich schon erwähnt habe, werde ich auf jeden Fall verlinken, da könnt ihr euch beide mal anschauen. Und das gleiche auch. Also ich weiß nicht, ob so viele Leute eigentlich wissen. Aber die es einfach nicht wissen, die können sich das auch mal anschauen. Weil wenn ihr diese Kombination, ob die ich zum Beispiel jetzt habe, mit der Eule, also die anderen zwei weiß ich nicht, ob das was bringen. Ich habe ja nur was gegen Spieler, aber wenn ihr einfach den Eulenkopf habt, ah Mist, tut mir leid. Dann wird ihr einfach schneller mit Wellen fertig. Autsch. Übrigens, wir spielen übrigens die Chaplay, Leute. Christian und ich. Jo. Also, ja. Wollte ich ja nur kurz erwähnen. Ja, ich hab das Spiel selber nicht gehört. Leider. Aber vielleicht hat er es irgendwann mal. Ach komm. Ach so ein. Also, Mist. Und tschüss. Und tschüss. Ja, komm. Boah, Alter! Boah, weg! Juhu! Digga! Nein, Christian! Ja, jetzt bist du sehr lang genockt! Oh, Double! Okay, nice! Woher weißt du das? Ja, weil immer wenn du bei der ersten, also wenn du einmal drauf gehst und dann wieder belebt wirst, dann wirst du so weit zurückgesetzt, dass du so, also mit zurückgesetzt meine ich deine Zeit zum Aufstehen. Das heißt, zum Beispiel, du stehst jetzt beim ersten Mal nur... Oh, da lebt sogar noch, Leute. Zum Beispiel so nach dem Ausnocken ersten 3 Sekunden wieder auf. Und nachdem du gestorben bist und wieder wiederbelebt wurdest, vielleicht jetzt so 10 Sekunden oder so erst. Ja, das bleibt auf jeden Fall gerne. Ja, und gewonnen. Okay, Leute, das war schon die zweite Runde. Ging etwas länger.
haben etwas länger gebraucht als sonst, aber naja, hier haben wir es geschafft. Ja. Und ja, ich sag mal Leute, wir sehen uns dann in der vorletzten Runde wieder, also bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Und ja, wir sind gerade in der vorletzten Map. Machen jetzt mal die Bots am besten. So, der eine ist schon weg, nice. Chris hat auch den nächsten, sauber. Brauchst du Hilfe? Aber der nimmt den gar nicht. Siehst du das? Ja. Oh, sorry. Jetzt habe ich dich genommen. Entschuldigung. Was schon? Okay. Alter, du hast dich so selbst runtergesprungen. Alter, aber ich hab nur noch gerettet. Ja. Nein! Boah! Alter! Okay, der hält sich auch mal wieder fest. Alter, oh nein! Entschuldigung! Manchmal passiert es mit dem Christian, Leute, dass wir uns gegenseitig knocken. Was nicht mit Absicht ist. Ja. Ey! Der Shepard! Ja, warte mal, wo ist denn die? Was? Leute, ich hab deinen Hut weggeschlagen. Ha, den schmeiß ich jetzt weg. Ey, ey, ey! Ey, warte mal, warte mal, warte mal, warte. Digga. Oh. Alter. Junge, was hab ich da gemacht? Ey, ich hab den einen weg, also. Gut gemacht. Ja, danke. Alter, was hab ich denn gemacht? Okay, das sah cool aus. Oh mein pass Gott! Auf, mein Gott, pass auf! Ich lebe ja noch! Ach komm! Nein! Alter, hat mich mitgeschlagen, aber ich hab's noch überlebt, wo ich mich noch greifen konnte, aber da kam der Leute und hat mich damit sich in den Tod gerissen, Mann. Das ist blöd. Pass auf vor dem Großen auf, Christian. Ja. Aber wenn das kleine ist Kind und dieser... Nee, ist noch das kleine Kind. Achso, ja, noch ein großer, ja. Der ist ja mit mir in den Tod gelaufen. Ah, der andere? Ah, ja, okay. Ja, das kleine Kind und dieser große, das ist halt eine schlechte Kombo in Gangways, Leute, weil die sind beide sehr nervig. Weil der kleine, der ist halt sehr schnell und halt auch schwer zu knocken, sag ich mal. Der große ist im Gegensatz zu ihm etwas leichter, aber auch ein bisschen blöder, weil da konnte ich mit einem Schlag, wie ihr auch schon gesehen habt, sehr weit wegschlagen. Ja. Und am besten macht ihr Köpfnüsse. Boah. Ja, zwei Gegner. Mach am besten Köpfnüsse sehr oft, Christian. Nein! Alter. Oh mein Gott. Christian, ich würde dir empfehlen, du tust einfach das Kind in die Lüfte nehmen und der ganze mit der Kopfnuss. Okay, den hast du. Ja, ich hab den einen. Nein, ey, das kann doch nicht wahr sein! Okay, Leute, ja, wie ihr leider gesehen habt, haben wir es leider nicht geschafft. Ich sag mal, ja, wir werden uns in der Welle 3 war das, glaube ich. Ja, ich glaube, wir werden uns bei Welle 3 wiedersehen. Und ja, ich sag mal, wir sehen uns dann gleich wieder. Also bis gleich. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Und? Ja, auf jeden Fall versuchen wir nochmal unser Glück, Leute. Versuchen das halt hinzukriegen. Alter, oh mein Gott. Das ist unser dritter Versuch, Leute. Den zweiten Versuch, den haben wir auch nicht geschafft. Und ja, den werde ich jetzt auch nicht reinschneiden. Sonst wird das Video viel zu lange gehen. Deswegen versuchen wir jetzt mal diesen Versuch hier. Und der Große ist schon weg, das Kind auch. Ja, guck mal, nimm den doch! Ja, weg mit dem. So, jetzt sind wir schon bei Welle 4. Ja. Okay, der erste ist weg. Irgendwie. Boah, Alter, hast du das gesehen? Alter, top. Ja. Aber Leute, ich sag so, Welle 3 ist immer das Alter. Weil für mich und Christian manchmal problematisch ist, auch mit mir, wie mit mir und Timo auch. Oh mein Gott! Aber Welle 4 ist im Gegensatz dann einfacher, also ja. Ja. Ein paar Versuche mal gebraucht, aber zum Beispiel bei U-Bahn habe ich nur 24 Sekunden gebraucht. Ja. Bam! So, jetzt ist er auch weg. So, easy win. Wenn er jetzt da reinflutscht, also, nice. Nice. So Leute, dann sage ich mal, wir sehen uns in der letzten Runde wieder, also bei U-Bahn, also bis gleich. Bis gleich. So Leute, sind wir wieder und ja, wir versuchen hier auch mal unser Glück und versuchen es auch mal First Try zu schaffen.
Und die anderen haben uns jetzt 3 Versuche gekostet, leider. Aber ist jetzt nicht so schlimm. So. Also bei U-Bahn ist immer das Blöde, Leute, wenn ihr die Gegner halt schon hier auf den Gleisen habt, dass man trotzdem warten muss, bis halt da eine U-Bahn kommt. Weil ich habe auch bei dem Video so gesehen von dem YouTuber, von dem ich noch bei Verbrennungs-Open-Map darüber geredet habe, den werde ich auch, wie gesagt, auch verlinken, den anderen auch. Da hat er so Speedrun-Methoden gezeigt und also ich habe das zwar jetzt nicht so gesehen im Abschnitt, aber ich frage mich halt, wie sollte man hier einen guten Speedrun-Zeit bekommen? Das geht doch nur aus Glück. Weil wenn die U-Bahn halt, wie ihr gerade gesehen habt, in der Zeit 46 Sekunden oder 30 Sekunden gebraucht hat, um zu kommen, wo die Gegner schon seit 10 Sekunden auf den Gleisen waren. Also, wo ich sie da hingeworfen habe. Halt, da frage ich mich halt einfach, wie soll man da halt einen guten Speedrun schaffen? Warte mal, lass mal bitte. Okay. Oh nein! Entschuldigung! Alter. So, haben wir. Ja, warte. Einmal mal so wegwerfen. Ja, ich bin zwar auch unten, aber... Alter! Nein! So, ja. Dich. Okay, Leute, es wäre fast wieder in die Hose gegangen, aber zum Glück haben wir es noch überlebt. Ne, manchmal sind die Gegner nicht sofort down. Jetzt aber. Hä? Auch 46 Sekunden, okay. Aber bei U-Bahn habe ich irgendwie manchmal die wenigsten Versuche gebraucht, Leute. Nein, oh, du hast es doch noch geschafft gemacht. Oh. Ja. Ja, guck mal, der nimmt den noch nicht. Guck mal, was ist das? Ja. Der ist irgendwie ein Bug. Hä, wie hat das rausgeschafft? Okay, der ist weg, nice. Komm, rein da. So. Oh, was geben mir diese... Bumm. Hey, wie hat das schon wieder rausgeschafft? Hallo? So, alle auf einen Fleck. Wenn er wieder rauskommt, der Schiedsrichter, Alter. Egal. Das habe ich noch nie so gesehen, dass irgendwie am Bot zweimal schafft, aus den Gleisen zu kommen. Das sehe ich gerade zum ersten Mal einfach. Das haben die es nie geschafft, oder nur einmal. Ich bin ja nicht so nah an den Gleisen. Kleiner Funfact, Leute, für die es jetzt nicht so ein Game, wie es bemerkt haben. Und zwar wird ja auch vom Zug, das ist halt wie vielleicht so, wenn ihr nahe seid, dann wird ja auch von den Wind, sage ich mal, mitgenommen. Und, ja. Okay, das wird vielleicht wieder einfach, wenn die Kamera mitspielen würde. Das Blöde ist bei Lokal, Leute, wir spielen nur Lokal, geht ja auch leider nur, dass das halt nur eine Kamera ist. Das heißt, ich kann jetzt rechtes oder linkes Steuerkreuz drücken, um halt die Kamera zu ändern. Nee, ich kann das nicht und die geht irgendwie meistens zu Christian. Und wenn ich einen Gegner wegwerfen will, zum Beispiel bei Dach oder so, dann wird dann die Kamera nicht zu mir gelenkt, wo ich den ja wegwerfen will. Und das ist halt ein bisschen ärgerlich. Das ist halt bei Online anders. Da hat jeder seine eigene Kamera. Aber hier haben wir gemeinsam Kameras. Jo. Finde ich, wenn ich ehrlich bin, Wellen ein bisschen nervig. Aber wenn man zum Beispiel jetzt gegeneinander 1 gegen 1 macht oder so, dann finde ich es in Ordnung. Da sieht man ja halt alles, aber ja, bei Wellen einfach nicht. Das finde ich aber nur blöd. Aber ja. So Leute, das war es ja auch schon jetzt das, ja, die letzte Map und die letzte Runde, sage ich mal. Und ja, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich weiß nicht, wann ich es heute hochladen werde, ob ich sie überhaupt heute hochlade, weil heute ist ja der Freitag, der 16. Juni. Und ja, wann ich es hochlade, Leute, weiß ich nicht, aber ihr werdet schon sehen, wann ich es hochlade. Auf jeden Fall, ja, was ist da mit dem Video? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, schaut auch mal meinen Kumpel Christian vorbei und meinen anderen Kollegen. Jo. Und ja. Ja, also ihr Leute, ich hoffe natürlich, euch hat das Video mal, ja, wie immer gefallen. Ja, wie schon erwähnt, könnt ihr auch gerne bei mir mal reinschauen und auch natürlich bei den anderen. Ja, lasst gerne ein Like da. Ja. Und ja, sagen wir mal, wir sehen uns beim nächsten Video oder streamen wieder. Also, ciao, Leute. Tschüss.